NC in the place to be. NC. Yo, hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, Handbremse locker, nicht so toll, auch gefährlich. Und zwar geht es darum, wenn ihr so eine lockere Handbremse habt, dann sind entweder einfach die Bremsblöcke oder die Bremse allgemein halt total verschlissen. Das Zugseil ist irgendwo hängen geblieben, irgendwas ist rostig oder die Bremse blockiert gerade hinten. Bei mir ist es der Fall, dass die blockiert, hinten rechts. Hab's gestern gemerkt, mein Reifen bzw. die Felge war komplett heiß. Bin nur kurz zum Einkaufen wieder zurück und dann habe ich gemerkt, irgendwas riecht hier sehr, sehr warm. Ja, kennt ihr diesen warmen Geruch, wo man einfach denkt, irgendwas passt hier gerade nicht? Dann habe ich die Felge hinten rechts angefasst und habe gemerkt, ach du Kacke. Also Bremse blockiert, ihr könnt sehen, mit einem Finger, ja, also wirklich mit einem Finger. Die ist total locker, ja, und total gefährlich, okay? Erst ab hier oben merke ich, da wird es dann praktisch gehen. Ja, ab hier oben habe ich praktisch diesen Widerstand, aber von hier unten bis da oben ist gar nichts, ist tot. Und normalerweise sind es, glaube ich, 3 oder 4 Klicks schon. 1, 2, 3, ja, und erst ab dem 4. Erst hier habe ich einen Widerstand und das ist wirklich gefährlich, Leute. Also wie gesagt, bitte überprüfen, entweder Auto hochheben, keine Ahnung, Wagenheber oder halt Hebebühne und dann mal an den Reifen drehen, gucken, welches blockiert. In dem Fall, wie gesagt, bei mir habe ich das sehr, sehr schnell feststellen können, weil meine Felge war extrem heiß und das nur nach 10 Minuten Fahrt. Also Leute, das muss unbedingt überprüft werden. So, wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon angefangen. Ich werde das alles hier mal so ein bisschen hochheben, werde auf jeden Fall den Reifen runter machen und dann nehme ich einfach weiteres auf, genau. So, jetzt sind wir hier bei dem Zugseil. Jetzt könnt ihr sehen, dass erstens A, der ist hier rausgesprungen, ja. Das ist so wie eine kleine Feder oder eine kleine Halterung, wo das Zugseil eigentlich oben halten sollte, ja. Hier könnt ihr das sehen. So, Moment. Also es hat sich umgebogen. Hier, ne. Und eigentlich könnt ihr den Scheiß auch wegmachen, weil in den meisten Fällen bricht ihr das dann irgendwann auch ab. So, und jetzt hier können wir auch sehen, dass die Seite hier etwas sauber ist und die ist sozusagen drin, ja. Das heißt, die Handbremse ist hier noch nicht wirklich zurückgegangen, ja. Auf der Seite ist sie zurückgegangen. Hier ist sie immer noch draußen. Das erkennt ihr auch hier, an dem hier. Ja, die sind schief. Also der müsste eigentlich auf gut Deutsch, ja, so sein, ja. Okay, also hier ist, wie gesagt, er müsste noch zurückgehen, ja, und deswegen kann man das eigentlich auch hier ganz gut feststellen, dass er dort mehr oder weniger mehr gezogen ist als hier, ne? Und ja, das ist jetzt hier ein Problem auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, die rechte Seite bei mir. Hier haben wir linke Seite, hier haben wir rechte Seite in Fahrtrichtung natürlich, und jetzt gehen wir mal dahinter und schauen uns das Ganze mal an. So Leute, jetzt sind wir hier am Bremssattel selbst. Jetzt könnt ihr hier sehen, das ist das Zugseil. So, hoffe man kann es eigentlich gut erkennen. Und das ist nicht ganz zurück. Ihr könnt hier sehen hier, der bleibt hängen. Ich kann hier nichts machen. Die Handbremse ist auf jeden Fall lose. Das müsst ihr auch überprüfen. Ihr könnt es jetzt gerade sehen, wie ich jetzt selber sozusagen ihn hochgedrückt habe, ja. Und hier sehe ich auch, normalerweise ist da noch eine Feder, ich guck mal, wo die gerade ist. Ja, genau, da ist die Feder, also die muss auf jeden Fall wirklich auch noch funktionieren. Wenn die nicht mehr zurückziehen kann, läuft der Kollege hier auch nicht, aber meistens hängt der Dreck genau hier dazwischen. Ja, genau hier dazwischen. Und das verklebt natürlich dann auch irgendwann mit der Zeit. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Aber in dem Fall hier, seht ihr es selber, es zieht einfach nicht mehr zurück. Und wenn der eigentlich wieder zurückkommt, also so hier jetzt, wie er eigentlich sein sollte, dann ist eure Handbremse auch später wieder straff, okay? Weil jetzt ist er ja bereits schon unten und deswegen, ja, seht ihr, der kommt nicht von alleine zurück. Ja, das, ich werde da jetzt irgendwas machen, irgendwas versuchen zu reinigen, damit der auf jeden Fall auch wieder von alleine zurückkommt, weil das ist das Problem hier. Und deswegen bleibt eure Handbremse immer so locker und deswegen bremst er auch nonstop vor sich hin. Das heißt, auch der Spritverbrauch wird höher und natürlich läuft das Ganze hier heiß mit der Zeit. Ja, das kann wirklich fatal werden, auch mit der Zeit. Also, jetzt hier seht ihr selber nochmal, damit ich mich nicht so oft wiederholen muss. Er muss von alleine hochkommen. Wenn ich ihn jetzt runterdrücke, muss er wieder von alleine hochkommen und das tut er nicht.
da ist das Problem. So, ich habe mir das Ganze mal so platziert. Ich habe jetzt hier natürlich auch WD-40. Das ist ganz gut so. Und jetzt werde ich den nach unten drücken, da wo der eigentlich war. Und werde ich da hier so ein bisschen reinspritzen. Ich werde das Ganze einfach mal aufnehmen. Ihr guckt mir einfach zu, weil sonst dauert es zu lange. Also ich spritze jetzt noch was ins Zugseil selbst rein. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt schlecht sehen können, aber das machen wir einfach mal. Und hier kann man auch noch so eine Dichtung sehen. Da werde ich jetzt auch noch mal reinspritzen. Vielleicht klebt es genau dahinter. Ansonsten werde ich die Schraube mal da hinten lockern und mal schauen, wie sich es dann verhält. Also wie ihr sehen könnt, lässt sich das Ganze jetzt schon mal ein bisschen von sich aus bewegen, ohne dass ich was mache, aber das ist mir noch zu wenig. Ich fokussiere jetzt nochmal, oder beziehungsweise ich zentriere da jetzt nochmal hin. Jetzt gehen wir wieder ganz hoch, da wo es hin sollte. So, das ist der Punkt hier. Ihr könnt hier auch den Anschlag sehen, ja? Hier ist der Anschlag. Jetzt gehe ich hier ein bisschen runter nur und lasse los. Also er kommt ein bisschen zurück, wie ihr sehen könnt. Jetzt gehe ich aber noch ein bisschen weiter. Aber ja, hier kommt er noch nicht ganz zurück. Seht ihr, da fehlen noch so 3 bis 4 mm. Ich mache das jetzt noch ein paar tausend Mal und ansonsten kommt die Schraube rund und fertig. So, weiter geht's. Und Nummer 12er, wahrscheinlich ist es eine 13er hier. Ja, 13. Naja, schaut euch das mal an. Also erstmal freirubbeln, bevor man da rangeht. Sonst könnte es sein, dass er nicht da richtig rankommt. So wie es aussieht, hängt es hier an der Mutter hier rechts, da die so verklebt war, dass der hier nicht so richtig läuft. Ich versuche euch das nachher von der anderen Seite zu zeigen, aber ja, das ergibt ja alles Sinn. Hier haben wir auch die Schraube, die ist ziemlich ja, korrodiert bzw. verkalkt, wie man sehen kann. Ich werde jetzt mal reinigen und weiter geht's. Also bis jetzt läuft es wieder gut.
Ja, wenn ihr das nicht macht, wird es irgendwann noch viel, viel schlimmer. Und das geht so weit, bis ihr dann irgendwann den ganzen Bremssattel braucht. Ja, da braucht ihr dann das ganze Teil, denn das ist ein Teil zusammen. Und ja, wie gesagt, das kann dann halt auch wieder viel Arbeit sein und wieder viel Geld kosten. Jetzt gehe ich mal rein und betätige ein paar Mal die Handbremse, um zu sehen, ob ich jetzt einen Widerstand spüren kann. Es fühlt sich sehr gut an und es ist wieder Widerstand da, schon vom ersten Klick oder beim ersten Einrasten schon da. Das ist ein gutes Zeichen, so gefällt mir das Ganze. Jetzt müssen wir nur gucken, wie sich das Ganze verhält, wenn wir dann die Schraube wieder anziehen. Ich werde das hier noch mal ein bisschen einarbeiten und dann werde ich nachher die Schraube mal anziehen. Also für diejenigen, ich habe jetzt die Schraube hier richtig fest angezogen, ja, richtig, richtig fest, um einfach zu sehen, wo ist hier die Grenze. Jetzt betätige ich nur ein bisschen, um zu sehen, ob sie zurückkommt. Ja. Ja. Jetzt ganz, ganz wenig nur, um zu sehen, ob sie selbst bei wenig Federdruck zurückkommt. Ja. Okay, das ist für mich auch wichtig, dass der trotzdem zurückkommt. Auch wenn er nur, ne, ihr seht, er hat hier, will er zurück. Jetzt gehe ich noch ein bisschen runter und aufs Maximum, ich versuche es mal, es ist halt ein bisschen schwer. Hier mit dem Schraubendreherkraft, ja, kommt zurück. Und jetzt auch wirklich bis zum Anschlag versuchen. Es ist wirklich schwer mit dem Schraubendreher, es geht natürlich mit der Handbremse leichter. Aber es sieht gut aus, also so gefällt es mir. Und so könnt ihr das dann auf jeden Fall retten, zumindest bei solchen Fahrzeugen mit diesem Bremsmechanismus. Aber wie gesagt, man hat sich so viel Geld gespart und man fährt jetzt auch somit sicherer. Jetzt gucke ich mal hier kurz. Ja, Bremsscheibe lässt sich drehen, überprüfe ich gerade. Sieht gut aus. Das gefällt mir. Das war davor nicht möglich. Ich konnte hier gar nicht drehen. Seht ihr? Da diese Gummi hier. Okay. Den könnt ihr aufspreizen mit einem Schlitzschraubendreher und dann schön reinspritzen das Zeug. Ja, das hilft wirklich, wie ihr sehen könnt. Alles klar, ich mache dann mal weiter. Ich lasse das jetzt auch mal zurückfatzen. Also ich drücke ihn jetzt runter und dann lasse ich einfach ruckartig los. Ja, also er kommt sofort. Und jetzt machen wir nochmal den gleichen Test. Wenn wir nur ein bisschen runterdrücken, um zu sehen, wie er sich verhält mit wenig Federspannung. Wir haben hier, wie gesagt, die Feder. Mal schauen, wie er sich verhält. Ich drücke jetzt nochmal so einen Millimeter runter. Ja, er kommt. Sehr gut. Okay, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich zoome noch mal ein bisschen rein. Achtet mal hier drauf, ja. Also genau hier. Da kann man es dann erkennen. Ja, also er kommt auf jeden Fall zurück. Selbst bei wenig Widerstand. Das ist gut so. Gut, also dann kommt jetzt wieder die Mutter drauf. Ich werde die Bomben fest anziehen
Und dann mal schauen, ob es das Ganze nochmal bewegen lässt. Wenn ja, dann ist gut. Wenn nicht, dann notfalls nochmal ein bisschen aufdrehen. Aber minimal, denn es muss ja trotzdem fest bleiben, okay? So. Die Schraube muss fest bleiben. Was ihr auch noch machen könnt, ist hier ins Gewinde so ein bisschen Loctite, Schraubensicherung. Was ich aber nicht so empfehlen kann. Weil wenn ihr da zu viel macht, dann kommt ihr nebendran irgendwo und dann verklebt das ganze Zeug. Deswegen, wenn ihr da mit Schraubensicherungslack reingeht oder mit Schraubensicherung allgemein oder Loctite, dann wirklich nur hauchdünn aufs Gewinde drauf. So, Achtung. So, ist schon fest geworden, merke ich. Ja, ich könnte es auch hier so nutzen und dann mit dem so ein bisschen. Ist auch eine gute Idee, seht ihr, hier ein bisschen zurückzoomen. Ja, und dann könnt ihr hier auch hoch und runter bewegen. So, ich ziehe es jetzt mal kurz an. Genau. Okay, mehr würde ich jetzt da nicht machen. Ja, bewegt sich super. Ja, das passt. Also, ich habe gut handfest angezogen. Ihr seht selber, wie klein meine Rätsche ist. Somit könnt ihr nicht so viel Kraft aufbringen und dann macht ihr auch nichts kaputt. Ja, so eine ganz kleine Rätsche ist einfach toll. Die ist so lang wie mein Zeigefinger circa. Ja, also circa. Von daher, alles gut. Damit kann man nichts kaputt machen. Und wenn es fest ist, dann ist es fest. Dann würde ich es so lassen, weil hier, die hier müssen schon fest sein. Und ja, dann gehen wir jetzt erstmal nach vorne wieder. Und dann schauen wir auch mal, genau, erstmal vorbeifahren lassen. Und dann schauen wir mal, wie die Handbremse selbst sich anfühlt. Die sollte auf jeden Fall jetzt schon mal richtig feste gehen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So kann man es machen, viel Geld gespart. Vor allem seid ihr wieder sicher unterwegs. Die Bremse läuft jetzt nicht mehr heiß. Und ihr habt natürlich auch weniger Sprit verbraucht, denn es bremst ja nicht die ganze Zeit während dem Fahren. Und das ist wirklich ärgerlich. So Leute, sind wir wieder vorne. Jetzt versuche ich es mal mit einem Finger. Ja, also da merke ich schon den Widerstand. Ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hier merke ich Widerstand. Da geht nichts mehr. Das ist gut. Das ist sozusagen der erste Klick. Und dann gehen wir nochmal unter das Auto und schauen dann mal, wie das Ganze dann jetzt steht. Mit dem Zugseil. Ja, gefällt mir. Davor konnte ich mit einem Finger hier so hoch und noch viel höher. Ich komme jetzt hier nicht über den ersten. Ja, gut, jetzt ziehe ich mal hoch. Jawohl, jetzt hat es eingerastet, ne? Habt ihr schon gemerkt. Und jetzt mit einem Finger komme ich erst gar nicht weiter. Ich muss zwei Finger nutzen, um überhaupt ja, in die zweite Stufe reinzukommen. Ja, das ist gut so. Absolut nicht mehr lose. Ich brauche hier auf jeden Fall Kraft, um die hochzudrücken. Und ab hier ist dann Stopp. Super, jetzt können wir noch mal kurz unter das Auto. Schauen uns das mal von unten auch noch an und dann ist das Video erstmal fertig. Ich hoffe, das hat euch gefallen und genau, bis gleich. So, jetzt gehen wir hier unter das Auto. Ich habe das Ganze noch nicht mal fest. Gehen wir hier runter. Und, aha, jetzt ist es wieder gerade. Seht ihr? Jetzt ist es wieder gerade, es ist nicht mehr so schief. Ihr hattet es ja gesehen, dass die rechte Seite hier, die war weiter nach vorne, das heißt, dass der hier nicht zurückgekommen ist, ja, und damit ja, sieht es gut aus. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, der hier war, wie gesagt, weiter nach vorne und das ist das Zeichen, dass das Zugseil somit nicht zurückgegangen ist. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich wünsche euch alles Gute. Ich muss jetzt weitermachen und dann geht es erstmal zum Einkaufen. Aber wie gesagt, jetzt könnt ihr auf jeden Fall beruhigt weiterfahren und das ist das Wichtigste. Deswegen wollte ich eigentlich das Video raushauen. Ich hätte es normalerweise auch für mich alleine machen können, aber ich denke, das wird vielen Leuten da draußen helfen und das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Info, wenn die wenn die Handbremse locker ist, dann ist es wirklich lebensgefährlich, Leute, ja? Also schön aufpassen. Wie gesagt, Handbremse locker heißt nicht immer nur, keine Ahnung, Zugseil hätte sich irgendwie jetzt ausgedehnt oder was. Es kann wirklich schlimmer sein, als ihr denkt. Deswegen bitte überprüfen. Ja, genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein paar Daumen hoch. Und abonnieren nicht vergessen. Das wäre cool, wenn ihr mich da auch unterstützt. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und wünsche euch alles Gute. Ja, bis demnächst. Und ja, schönes Wochenende noch. Bis dann. Ciao, ciao.
NC. In the place to be. NC. So. Weiter, ja, weiter. Gut. Nein, gerade bleiben. Ja, so. Und mehr. Und mehr. Genau. Und jetzt die anderen. Okay, so. Mhm. So. Die mache ich so. Ganz genau. Und die letzte machst du. Vielleicht. So, schön gerade konzentrieren. Der ist nicht gerade, das ist jetzt schief. Jetzt ist gerade, ja? Und rein. Nein, wieder schief. Ja, jetzt ist gut. Und jetzt die letzte. Und dann guck mal. Okay. Mhm. Meine Hände sind schmutzig. Ja, hoppi hoppi Karotti. Ja, ich bin keine Karotte. Das ist aber schief jetzt wieder. So? Ja, gerade und reinschrauben. So ist gut. Und weiter, und weiter. Vielleicht bin ich so. Gibst du Papa mal die Maschine? Genau. Schrauber her, komm mal her. Schlagschrauber. Ja. Sag mal Schlag. Schlag. Schrauber. Schrauber. Jetzt erstmal hinbringen. Dran, langsam, nicht drücken. Erst hinbringen. Die mache ich zuerst. Erst gerade. So, und drücken. Und wieder raus. Wieder mache ich. Und jetzt langsam, gerade wieder. Gut, und jetzt da unten rechts. Die da. Genau. Gerade. Hier drehen. Papa hilft. Und los geht's. Gut. Ja. Machen wir die da nochmal. Okay. Rein. Warte, zurück. Warte. Die da muss dann rein. Ja, so. Festhalten also. Kräftig. Sonst können wir nicht reindrücken. Jetzt, hopp, da oben. Und los geht's. Gut. Und jetzt machen wir die da. Gerade, erst gerade. Jetzt. Und los geht's. Ja, hopp. Gut. Jetzt macht der Papa den Rest. Ja. Gut. Ich war aber so. Ja, hast du toll gemacht. Sag danke, Papa. Ja, danke, Nelson. Bitte. NC. In the place to be. NC.